Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier zum neuesten Video. Und ja, die letzten drei Videos waren ja nicht so ultra spannend für euch. Darum dachte ich jetzt, ich hau mal ein Video raus und sag, was so in der letzten Zeit passiert ist hier bei mir oder allgemein auf dem Server. Und dazu gehen wir ganz kurz, dann seht ihr es, wie viel aktuell online sind. Ja, etwa 142, 160 Personen. 160 Charakter sind eingeloggt. Von diesen 160 gibt es sicher noch ein paar Doppel- oder Dreifache. Aber es ist wirklich viel, viel los. Gut, genau, was ich gemacht habe, ist, ich habe zuerst, was ich sagen möchte, den Elefant ein bisschen hochgezogen, und zwar zeige ich euch das, wo das geht. Und zwar ist das in Drahthand hier, diese, wenn man hier einen umhaut. Nein, der einmal einfach die großen hier. Siehst du, den kommen gerade mehrere. Genau, hier habe ich gemacht, ich glaube, also bis er einmal auf 60 war. Und oder sogar noch das zweite Mal auf 60, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das zweite Mal auf 60 bzw. auf 50. Und dann habe ich ihn normal in die Kapelle bzw. hier ins Lab, ins Endgame mitgenommen. Und das, ja, es geht schon. Man muss einfach zuerst rein, ein paar Mobs umhauen und dann kannst du ihn bei dir haben. Und da musst du einfach schauen, dass halt immer wirklich die Mobs richtig immer down gehen die ganze Zeit, sonst haltet das dein Eisbär nicht so gut aus. Sollte bei Level 80 einiges besser gehen. Gut, da habe ich das gemacht. Dann habe ich die Waffe, weiß nicht, ob ich das euch schon gesagt habe, habe ich gekauft. Die haben normal so ausgesehen, so wie Stelzen. Und dann habe ich die hier beim Exchanger, kann man die geben, und da muss man einfach schauen. Hier seht ihr die Punkt Attack, 1600 Attack hat der oben und der obere 1300. Da müsst ihr natürlich den untere nehmen und dann mit Upgrade Tokens spenden, mit diesem Elite Dual Sword Upgrade und mit natürlich die Waffe. Wo kriegt ihr das her? Das ist ganz einfach. Der Elite Token, die kriegt ihr im Lab, und zwar relativ weit hinten beim Boss. So eine Spinne, das ist eigentlich, bevor man einen Stock runter geht, gerade direkt, aber das kriegt man vielleicht auch bei anderen Mobs. Upgrade Stones kriegt man auch gedruckt oder hier im Shop. Muss kurz schauen, wo, aber genau hier. Für 3000 Cash. Und natürlich dann die Waffe. Die Waffe habe ich aus dem Schreier, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt bei den Mobs droppen kann oder wo man das droppt. Genau, dann habe ich die Waffe und dann kann man die halt mit dem Master Stones, den man entweder bei den Spielern kaufen kann oder auch wieder hier im Shop. Und zwar ist das, ich muss kurz selber schauen, wo man die Steine wieder herkriegt. Genau hier, Master Stone, maximal 21. Maximal 20 muss man halt natürlich schauen, dass man nicht gerade am Anfang die 21 nimmt, weil der ist ja um einiges teurer, oder? Dann kann man es dann hier upgraden. Equip mal einen Wasserstone rein, wenn es nicht geht, halt zuerst mal Stone, dann Equip. Kann man das plussen, bis auf plus 21 habe ich auch. Und genau, dann habe ich das gemacht. Dann habe ich die ganze Rüstung gekauft von jemandem. Ich habe 300 Millionen gezahlt für ein Stück, aber es sollte eigentlich für 200 Millionen auch schon drin liegen. Also 200 Millionen sollten eigentlich schon reichen. Habe ich die komplette Rüstung gekriegt. Die muss ich noch plussen. Die muss ich noch sockeln. Beziehungsweise zuerst Lupen sozusagen, dass man die Sockeln drauf machen kann. Genau. Was habe ich noch gemacht? Ich bin noch am Quest dran für einen Bus. Es geht aber richtig gut. Ich kann es euch sonst
kurz zeigen, dann kriege ich richtig. Oh nein, das war jetzt falsch. Den kriege ich richtig gut down. Falls überhaupt schon jemand dran ist. Ja, der geht gut down. Muss halt einfach die ganze Zeit gestoned sein, wie auch immer. Gestoned. Nein, so. Genau. Und dann geht das eigentlich bei allen Mobs gut. Dann machen wir mal hier den Junobus. Ah, das geht gut. Einfach wenn er gestoont ist, das ist halt die Sache. Na, Vorführeffekt. Weiß nicht. Sonst gehen wir vielleicht. Ja, obwohl es spielt keine Rolle. Ich wollte sagen, gehen wir Channel 1, aber wenn jemand die umnieten möchte, dann lockt der jeden selber ein, um die Monster zu killen. Na gut, versuchen wir es mal. Vielleicht ist es hier besser. Ich möchte es einfach euch einmal zeigen. Dann ist, glaube ich, schon fast alles, was ich gemacht habe. Es gibt noch sehr viel zu tun, die ganzen Affis. Ah, ich bin auch noch im Spenden für den Elite-Affi. Genau, da bin ich am Spenden. Ah, genau, jetzt ist er hier. Also, haben wir gehört, zuerst tun. Seht ihr, wie gut es runtergeht? Und jetzt kann man warten, bis 2-3 Sekunden noch übrig sind und dann wieder. So, das geht super. Merkt ihr das? Ich habe jetzt, glaube ich, 15.000 Angriff. Ja, genau, 15.600. Und dann geht das super gut runter. Ich glaube, das war es auch schon, was ich euch sagen möchte. Ihr seht jetzt noch einen Speedart. Ah, und genau, warum ich eigentlich den Elefanten genommen habe, den Eisbär, ist, weil wenn ihr jetzt in egal wo fightet, ihr habt es gerade gesehen, er hat es aufgesammelt, das Zeugs. Und zwar, ich habe wirklich nur wegen dem, dass er alles aufsammelt. Müsst ihr dieses hier nehmen. Ihr könnt ja im Video stoppen und dann das kaufen und hier das Pickup reinmachen. Das Pickup, das kriegt ihr von hier. Pick. Oh, scheiße. Was ist das? Das kann ich auch irgendwie anwenden, oder? Der It-Item-Skill. Bei 75, muss ich mich anders skillen, ja, das schaue ich nachher. Also eben wie gesagt, das kriegt ihr hier. Genau, hier diese Hand, P2 Hand hier. Und dann geht das. Okay, gut, ich würde mal sagen, wäre es das gewesen. Ihr seht jetzt das Speedart und dann bis zum nächsten Video. Ciao miteinander, euer Obscuro94. Daniel, warte mal. Ich chill mal deinen Base-Dicker. Du hast da noch ein Kapitel vergessen. Hä, was hab ich denn da vergessen? Ja, warte, ich geh noch mal rein. Ja, ja, stimmt, das Kapitel hatte ich natürlich vergessen. Gehe ich letztens in Instagram rein, sehe ich da meinen Sohn. Mein Sohn in einem Livestream, 40 Kilo. Er ampelt rum in einem, ich wurde gefickt, begraben, ausgebuddelt und wieder komplett zerrissen Kostüm. Der Arme. Was hab ich bei dem Jungen nur falsch gemacht? Also da hören wir jetzt mal rein. Safe sehe ich mich besser als ihn. Also was, weißt du, was ist das für eine Frage so? Aber ich bin safe besser als er in allen Aspekten. In allen Aspekten. Ich habe mich nicht getroffen gefühlt. Wenn ich jetzt Artyom wäre, wäre ich wirklich so krass von diesem Song getroffen worden? Digga, ich glaube nicht. Hätte er wirklich darauf abgezielt, dass ich antworte, hätte er 5-mal krasseren Song bringen müssen. Das ist mir so krank. Egal, Alter, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, genau, alles klar.
Ich bin Blazin, Daniel, du bist Wayne. Und am Ende halt dein Maul, Atje, mich hau dir jetzt die Bane in die Fresse. Und du nimmst es so persönlich, dass du direkt einen Post verfasst. Oder zwei oder drei, weil die weiß man nie, du holer Spaß. Bist seit dem zweiten Lebensjahr Choleriker, du Ethiker. Doch ob er übern Tellerrand schauen kann, wohl er weniger. Ich fick dich so lange, bis du komplett eskalierst. Du rücktest, bis ich meine Konterkünste lässt sich präsentieren. Miroslav Klose war ein Vorgeschmack, es klingelt, denn die Polizei hat den Verdacht, dass ich dich nun ermordet hab. Haha, Herr Kommissar, da haben sie mich jetzt voll erwischt, doch ich hab nur ein Bein gestellt, über das der Spaß gestolpert ist. Ich mach ein Album voller Hits und folter dich, du Holzgesicht. Du findest, ich bin vor 6 Jahren stehen geblieben. Toll für dich, Gollum, Bitch. Jeder Move aus deiner Wut rollt ins Licht. Du folgst mir nicht, ich fress dich auf wie Essen. Und du frisst den Colt, du Bitch. Atem, zieh den Stock aus dem Arsch. Ich bin Blazin' Daniel, du bist eine Fotze. Das war's, auf die Knie. Deutschrap ist mein Battlefield. Erscheint das B zum Z am Himmel, heißt es jetzt ist Grizzly. Und lauf so weit, bis du mich nicht ziehst. Doch du wirst sie vergessen, dass es mich gibt, du Mistvieh. Hey, da mein ich Absicht drauf, doch pumpen dann diesen Track aus dem Plagellert mit aus Gruppenzwang. Ey, yo, Artyom, ich hab was von dir, Hanswurst, gelernt. Man sollte dir den Tampon entfernen, denn du Fotze machst dich lächerlich allein mit deiner Missgunst. Schon verwunderlich, wer bei dir da noch hinguckt. Irgendwann kommt immer mal die Wahrheit an den Tisch. Und plötzlich konnte man sagen, dich hat Daniel krass gefickt. Und wie es dich gewurmt hat, konnte jeder bei dir sehen. Karma steht halt auf die Menschen, die solch Fehler schnell begehen. Doch du Fotze wolltest stressen, nur verträgst nicht mal das Echo. Machst auf Battle-Rap-MC mit schlechten Texten wie Alessio. Dein Verhalten, was du prägst, ist schon peinlicher als Kinder. Denn nicht zu ficken wäre leichter als das Einfangen von Tripper. Was du da schreibst, interessiert halt keine Sau. Denn während ich das lese, lass ich mir von Mareike einen kauen. Fickfresse! Ja, ich bin voll das Arschloch. Dann post es halt doch nochmal in deinem WhatsApp-Status. Boom! Atem, zieh den Stock aus dem Arsch. Ich bin Blazin' Daniel, du bist eine Fotze. Das war's, auf die Knie. Deutschrap ist mein Battlefield. Da scheint das B zum Z am Himmel, heißt es jetzt ist Grizzly. Und lauf so weit, bis du mich nicht ziehst. Doch du wirst nie vergessen, dass es mich gibt, du Mistvieh. Hey, da mein ich Absicht drauf, doch pumpen dann diesen Track aus dem Plagellert mit aus Gruppenzwang. Bunker, weißt du noch, als mein erster Diss-Track rauskam? Aber sicher, Mann, Armageddon fickte das Land. Hast du dann auch mitbekommen, was diese Pfeife dann schrieb? Du meinst Screamo? Nice, nehm an irgendein Liebeslied. Fuck, ich glaub, ich hab dem ziemlich krass die Fresse poliert. Was für Fresse poliert? Du hast ihn exekutiert. Glaubst du trotzdem, er wird mein Album so feiern wie wir? Ich nehme an, die Platte sogar einen Tag vor dir. Weißt du, was ich witzig finde für EPs mit 7 Tracks? Braucht er fast ein halbes Jahr für, ist schon wirklich ziemlich wack. Ja, doch nicht nur das, der frontet mich mit Quantität. Nur weil bei mir qualitativ das Dreifache im Jahr entsteht als bei dem Daniel, der ist bloß nur hart frustriert, weil er neben deinem Output stets wie ein Versager wirkt. Schon krass, ne? Während ich trotz Job noch krasse Songs mache, schreibt der Harzer gerade mal eine EP. Wie nennt man das, Koka? Kontraste. Boom! Boom! Da wird keiner sagen, das ist ein doper Diss. Dann kommt das, was ich eben gesagt habe, nämlich nichts. Wir haben uns alle mehr darüber amüsiert, Mann. Boom! Mega albern, seine 10 übrig gebliebenen 13-jährigen Fans zu, Digga.